20%. So hoch schätze ich meine Chancen ein, nach einem ziemlich schwarzen Tag gestern das Finale der besten 16 doch noch zu erreichen. Da müssen jetzt aber einige Punkte her, sicher deutlich über 4000. Also auch das Material, es wird ja sowieso die ganze Zeit schon geknetet und bearbeitet. Es waren aber für mich persönlich immer ein bisschen zu viel Unglück dabei. Das darf heute nicht mehr passieren, da muss alles wie auf Schienen laufen. Ich werde jetzt also auch nochmal in den Tunnel gehen. Alles andere, was links und rechts ist von diesem Turnier, wer hat schon wie viele Punkte, wer ist schon durch, welche Teams sind schon Weltmeister, da ist das Ergebnis nach 12 Serien nämlich schon klar. Das werde ich jetzt alles nochmal versuchen auszublenden, in den Tunnel gehen und irgendwann in so einem Turnierverlauf weißt du dann auch, dass du das Ergebnis nur noch ganz am Rande beeinflussen kannst. Dann kannst du dich selber fragen, habe ich den guten Kampf gekämpft? Und wenn du sagst, ja, Leistung stimmt und es hat trotzdem nicht sollen sein, dann ist das auch kein Beinbruch. Dann kannst du hier erhobenen Hauptes dann auch auf den großen Galaabend gehen und da die Sau rauslassen. Was habe ich noch? Geburtstagsgrüße an Skatfreund Jens Pechmann. Das ist eine runde Sache geworden. Ich drücke die Daumen, dass du noch 50 gute Skatjahre vor dir hast. Weiterhin herzlichen Dank, zwei neue Sponsoren, Mario Becker und Daniel Zinn für 5 Dollar. Willkommen im Team Skatfreude. Jetzt muss ich das aber alles wieder ausblenden, zur Seite schieben und nochmal Fokus.